Kritisiere jemanden in der Öffentlichkeit sachlich. Und wenn er kritikunfähig ist oder seine eigenen Fehler nicht einsieht, wird er dir sagen, du bist ein Hater, du gönnst nicht, du willst nur Fame oder bist neidisch. Oder beste Argument, du kennst ihn doch gar nicht. So redet 819 Tim. Warum 819? Erfährt am Ende des Videos. Über die Leute, die ihn zu Recht in der Öffentlichkeit kritisieren. Ja, stimmt, Tim. Du bist ja so krass relevant, dass man dich so krass in die hochziehen will. So krass relevant, dass 8 Menschen von deinen Millionen Fans mich insgesamt auf Insta und TikTok vorgelabert haben. Wobei es Menschen waren, die unter 14 waren. Mann, bist du relevant, Digga. An dir will ich mich hochziehen. Und natürlich, beste Argument, wir sind neidisch auf dich. Wer kennt es nicht, Alter? Neidisch auf jemanden, den fast keiner mag, gefühlt. Boah, Tim, wie gerne würde ich in deiner Haut stecken? Oder wie er Leute darstellt, die ihn öffentlich kritisieren, weil er Person des öffentlichen Lebens ist. Ja, das sind alles nur Hater, das sind alles nur Hate-Videos. Was für Hate-Videos? Du nutzt Sachen aus, woran Menschen leiden. Leute sagen dir sogar ohne Beleidigung, ey, das ist nicht gut. Du kommst mit, ja, das sind alles nur Hater, wo lebst du? Es gibt sowas wie Meinungsfreiheit. Und wenn du als Person des öffentlichen Lebens nicht damit klarkommst, dass Leute was gegen dich sagen, dann solltest du aufhören. Ganz einfach. Kennst du überhaupt den Unterschied zwischen Kritik und Hate? Wenn ich ein Video machen würde, wo ich sagen würde, du bist voll das Opfer, du hast voll die scheiß Frisur, du guckst wie Kacke, dann wäre das Hate. Aber das Einzige, was Menschen wie ich dir sagen, Menschen, die du als Hater darstellst, dass du die verarscht, die dich groß gemacht haben, dass du Dinge, woran Menschen ernsthaft leiden und sterben, ausnutzt für deine Zahlen und Geld. Und egal, wie sehr du dich versuchst, da rauszureden, du kannst es nicht. Und das beste Argument, was TikToker wie du haben, ist einfach dieses, ja, du kennst mich doch gar nicht, ihr kennt mich doch nicht, warum quatscht ihr? Junge, du hast Corona und eine Flugkatastrophe ausgenutzt für Fame. Für Fame und Geld. Bei beiden Sachen sind Menschen gestorben und das war dir bewusst. Realisier das mal, Menschen haben ihr Leben verloren. Und du wusstest es. Dennoch war dir Insta und Geld wichtiger. Das zeigt doch, was in deinem Herzen ist. Ein lächerlichstes Argument, man soll dich erstmal kennenlernen. Wer sowas durchzieht, von dem weiß man doch, was für ein ist. Aber bevor ich den Menschen noch mehr zeige, was für ein geldgeiler Mensch du bist oder wie sehr du Geld vor den Leuten ziehst, die dich groß gemacht haben, will ich auf dein Statement eingehen und die Szene, wo du Lügner mich als Lügner darstellst. Es tat so weh, diese ganzen Hate-Videos zu sehen. Das erste, davon haben sich viele täuschen lassen. Natürlich, weil nichts anderes mehr hilft. Auf Tränendüse drücken, damit die Leute sagen, der Arme, boah, ich hab voll Mitleid mit dem. Ich hab ja auch dieses Video von Melmuti gesehen. Du kennst meinen Namen ganz genau, 819 Tim. Soll ich dich jetzt mit deiner eigenen Aussage hops nehmen? Sie hat erstmal meinen Namen falsch ausgesprochen. Sie sagt, ich reagiere jetzt auf 24 Tim. Ja, aber warum nennst du mich so? Warum ziehst du mich schon am Anfang des Videos so in den Dreck? Was willst du mir damit sagen, dass du mich in den Dreck ziehen wolltest? Du kennst meinen Namen ganz genau und du kannst sehr gut Deutsch, also kannst du auch Mo aussprechen. Also laut deinen Aussagen mobbst du mich doch gerade, du hatest mich gerade, du ziehst mich gerade in den Dreck. Also ist der Einzige, der den anderen gerade hier hatet, du mich. Oder zählt das bei dir nicht? Oder ist bei dir es okay, wenn du es machst? Doppelmoral, sein Vater. Kommt mir nicht mit ja, Dings, der hat extra gemacht. Kein Mensch, der sehr gut Deutsch sprechen kann, macht aus Mo Memudi. Natürlich habe ich das gesehen. Hier macht er richtig cringe and auf Fame. Ja, ich bin zwar der große Tim mit Millionen Follower, aber natürlich habe ich gesehen, was der kleine Memudi zu mir gesagt hat. Der kleine Hater. Natürlich, ich äußere mich nicht dazu. Vielleicht, weil ich recht hatte und du dich ja nicht rausreden kannst? Das hatte 4 Millionen Aufrufe, alles aus dem Kontext gerissen. Nein, eben nicht. Beweis es doch, beleg es doch. Leg mein Video auf den Tisch, zeig mein Ganzes aus dem Kontext reißen und beweis es. Anstatt hier zu reden, ja, alles aus dem Kontext gerissen. Der Typ hat sogar mein Statement, da hat er Sätze rausgestrichen, damit mein Satz anders formuliert in seinem Video war. Und ich habe nie was dazu gesagt. Wirklich, er hat einen Satz durchgestrichen und der Satz klang total falsch von mir dann. Und das ist einfach der allergrößte Bluff und das zeige ich euch jetzt. Das erste, was würde es mir bringen, wenn ich ein öffentliches Statement von dir verdrehe? Hä? Ich bin der Letzte, der jemandem Unrecht tut. Nach dem ersten Video zu ihm, hat er auf Insta ein Statement in Story getan. Natürlich immer Story. Alles andere war unwichtig und ich wollte einfach nur auf diese eine Aussage eingehen. Guckt erstmal mein Antwortvideo auf sein Statement. Ich mache ein Video zu Juli, Emi und Tim und muss nochmal zwei Dinge klarstellen. Das erste, Tim antwortet auf mein Video, aber wie er sich selber hauptsnahm, ist nicht normal. Gehen wir mal auf diese Aussage ein. Das war alles nicht für Aufmerksamkeit. Und was sagt er einfach? Ein Satz später. Würde ich kein Social Media machen, würde ich niemals direkt mit Leuten zusammenziehen. Hä, Tim? Was hat das mit Social Media zu tun? Ich dachte, das wäre nicht wegen Aufmerksamkeit. Ich dachte, ihr seid zusammengezogen, weil ihr Freunde seid. Nein, ihr seid einfach Businesspartner und habt deswegen einfach Köln Tag und Nacht auf TikTok gemacht. Du hast dich selber hochgenommen. Auf seine restlichen Aussagen anzuwarten, würde es lange dauern. Deswegen habe ich das ausführlich meine Story gemacht. Ganz kurz nebenbei. Bevor dieses Antwortvideo kam, bin ich schon immer in der Story davor drauf eingegangen. Auf deine anderen Aussagen, die ich ja verdreht habe. Und bevor jetzt wieder so Kinderfans zu mir sagen, boah, du hast doch selber doch den Story geschickt. Erstens habe ich nicht das Leid der Menschen dafür ausgenutzt. Und zweitens, obwohl ich es nicht musste, habe ich sogar gesagt, ey, ihr müsst mir nicht mal folgen, folgt mir nicht und sowas. Ich bin nicht privat. Jetzt der zweite Punkt. Es gibt Menschen, die sagen, ich hätte das wegen Likes und keine Ahnung was gemacht. Jeder zum Beispiel. Wenn man keine Ahnung hat, sollte man nicht reden. Die haben zu dritt über 10 Millionen und ich dachte eher, dass die Leute was gegen mich sagen werden. Und obwohl ich dachte, dass ich halt seinen Vater bekomme, war mir das, was ich sage und meine Meinung wichtiger als irgendwelche Likes. Es dreht sich nicht alles immer um Zahlen. Und deren Fans, die einfach was gegen mich sagen. Guck mal, ich habe es für dich getan, nicht für mich. Ich habe dir gezeigt, dass auch deine Idole nicht perfekt sind und dass sie dich hops genommen haben.
Also seid doch ein bisschen dankbarer. Kommen wir nun zum Statement von 24Tim, was ich angeblich verdreht habe und aus dem Kontext gerissen habe. Wie schon gesagt, habe ich einfach unnötige Aussagen rausgemacht, weil ich nur auf die Aussagen eingehen wollte, die gegen mich waren. Und das habe ich auch im Video erwähnt. Bitteschön. Gehen wir mal auf diese Aussage ein. Die Aussage, die gegen mich gerichtet war. Nach meinem Video sagt er, und bitte glaub nicht so ein Müll, dass alles nur für Aufmerksamkeit war. Was habe ich weggestrichen? Genau das ist der Plan. Muss nur jetzt erstmal raus, weil der Mietvertrag abgelaufen ist. Okay, wo klang jetzt deine Aussage anders? Es gibt keinen Unterschied. Die erste Aussage habe ich einfach schon im ersten Video durchgenommen. Deswegen sei es jetzt unwichtig und streiche sie weg. Was habe ich noch weggestrichen, weil das komplett überflüssig im Video war? Sorry, aber als Influencer muss man sich das täglich geben. Und die ist auch für den nächsten Satz auch komplett unwichtig. Dann sagt er, würde ich kein Social Media machen, würde ich auch niemals direkt mit Leuten zusammenziehen, sondern das Ganze erstmal testen. Dann sagte ich in meinem Video, hä Tim, was hat das mit Social Media zu tun? Ich dachte, das wäre nicht wegen Aufmerksamkeit. Ich dachte, ihr seid zusammengezogen, weil ihr Freunde seid. So Tim, widerspruch sein Vater. Erst machst du mit Jule und Emil auf Best Friends, Motto zusammenziehen, weil ihr beste Freunde seid. Und dann spielt bei euch Social Media doch eine Rolle. Weswegen ich dann im Video sagte, nein, ihr seid einfach Businesspartner und habt deswegen einfach Köln Tag und Nacht auf TikTok gemacht. Und welche Aussage habe ich rausgeschrieben? Deswegen ja das Airbnb für einen Monat und nicht drei Wochen. Die Aussage habe ich erstens im letzten Video durchgenommen und zweitens war auch komplett überflüssig und hat nichts an deinem Satz verändert. Also warum lügst du so? Du nennst mich ernsthaft Lügen, um dich irgendwie rauszureden, aber ich habe gerade den ganzen Leuten gezeigt, dass du der wahre Lügner bist. Freunde, wir haben jetzt alle beim Lügen erwischt. Jetzt guck mal, wie lustig es ist, ihm bei Lügen zuzuschauen. Der hat meinen Text, den ich geschrieben habe, durchgesprochen. Und ich habe nie was dazu gesagt. Und es tut so unglaublich weh, wenn das passiert. Und du willst dich rechtfertigen und du weißt, es bringt nichts. Und dann lässt du es über dich ergehen. Und es tut so weh, wenn Leute dann so eine Scheiße erzählen. Du dich aber dann auch nicht rechtfertigen kannst. Ein Oscar geht raus an Tim! Freunde, er ist der größte Beweis, dass Tränen nicht immer heißen, man hat recht. Wisst ihr, ich bin auch ein Mensch, der sehr viel Mitleid hat. Aber er ist der erste Mensch, der heult und wo ich mir einfach denke, halt deine Fresse. Einfach lügen und keine Ahnung was, um besser dazustehen. Und kommen wir zu seiner anderen Lüge. Er sagt, ich hätte das andere Video auch komplett aus dem Kontext gezogen. Das ganze Video. Jetzt schauen wir mal. Habt ihr es wirklich nötig, eure Fans für ein bisschen mehr Reichweite hops zu nehmen? Ich glaube nicht. Das ist meine erste Aussage. Ich sag mäßig, warum lügt andere Menschen an, wenn ich schon die Reichweite habe? Jeder einzelne von den drei hat vor circa drei Wochen Videos gemacht, wo die sich verabschiedet haben von ihren Eltern und gesagt haben, ja, wir werden jetzt eine richtige WG einziehen, nie wieder nach Hause. Wie in diesem Beispiel. Ein letztes Mal in meinem Zimmer wird es so nicht also schon, aber ist jetzt auch zum letzten Mal so. Bitte, was war an dieser Aussage so falsch von mir? Wenn man in ein Airbnb einzieht, um eine WG zu testen, sagt man nicht, ein letztes Mal in mein Zimmer wird es so nicht mehr gehen. Also schon, aber ist jetzt auch zum letzten Mal so. Wenn ihr 1000 Verabschiedungsvideos macht und sagt, letztes Mal Zimmer sehen, letztes Mal dies, letztes Mal das, dann wollt ihr, oder ich sage es sogar im Video selber, damit wollen sie den Leuten implizieren, es wird kein Zurück mehr geben und dass sie endgültig aussehen. Obwohl von Anfang an schon geplant wurde, dass sie da nur drei Wochen sind. Ja, sie haben es nur für drei Wochen gemietet. Wir hätten vielleicht sagen können, hey, die WG ist erstmal für einen Monat geplant, aber das war natürlich alles einfach so ein bisschen, wollte Spannung aufbauen, ist doch voll okay. Nein, ist es nicht. Seht ihr, ich hatte recht. Du sagst selber, die war einfach nur für einen Monat. Das gleiche habe ich auch gesagt. Und dann sagst du zu mir, das hatte 4 Millionen Aufrufe, alles aus dem Kontext gerissen. Ey, das ist so witzig, Digga. Ihr merkt selber, oder? Oh mein Gott, Gänsehaut, wie der Lüge. Haben Klicks von Ende mitgenommen. Und jetzt, wo alle sich fragen, warum die sich trennen, versuchen sie sich rauszureden mit Pause, Heimweh, das war nicht der Punkt. Euer Ziel mit der ganzen Aktion war einfach, euch gegenseitig zu pushen. Und darf er wirklich so dreist eure Fans belügen? Und es wurde immer noch nichts aus dem Kontext gezogen. Ihr habt TikTok denken lassen, ey, wir ziehen eine WG ein. Ein letztes Mal in meinem Zimmer wird es so nicht mehr gehen. Also schon, aber ist jetzt auch zum letzten Mal so. Und war das auch alles Corona-gerecht? Während alle zu Hause waren, schön zu dritt Urlaub gemacht. Euer Plan ist aufgegangen, aber ihr habt euer Gesicht verloren. In meinen Augen seid ihr nicht mehr anders als alle anderen TikToker, die alles tun, um nochmal Klicks zu machen. Und auch wenn ihr jetzt Hardcore-Fans seid, ihr müsst es jetzt schlucken. Versucht es jetzt nicht auf Kampf gut zu reden. Deren ganzen Videos sind noch online. Heißt, ihr könnt es alle selber nachschauen, wie die euch Stress angelungen haben. Nur um gegenseitig voneinander zu profitieren. Tut das dich gerade weh, Tim? Um besser dazustehen, lügst du? Stellst mich wie keine Ahnung was da? Obwohl ich der Einzige von uns beiden bin, der die Wahrheit gesagt hat. Aber Freunde, es wird noch krasser. Jetzt kommen wir zu seinen richtigen Statement, warum es die WG nicht mehr gab. Und als wir dann gesagt haben, wir beenden die WG, das war nicht, weil wir uns dachten, wir haben genug Fame oder sonst was, sondern ich habe einfach eine Klage bekommen. Ich sag euch jetzt nicht, von wem, von was, von welcher Firma, ob es eine Firma war oder sonst was. Nee, Tim, kaufe ich ihn nicht ab. Das Erste, da frag mal. Klar darf man nicht immer über so Anzeigen und so sprechen, aber Digga, er tut so, als hätte er eine Bank überfahren oder als hätte er Obama im Keller. Und was ein krasser Zufall. Ihr habt genau einen Monat das Airbnb gemietet und genau in einem Monat ist plötzlich der Brief gekommen, wo du auf einmal was zahlen musstest. Erst wollt ihr in den WG ziehen, dann wollt ihr es testen, dann doch nicht und dann einen Monat Airbnb und dann kommt Strafe und dann Mutter Depression auf einmal. Digga, entscheid dich bitte, ich komm durcheinander. Fakt ist, mein Lieber,
lieber, mit allem, was ich gesagt habe, hatte ich recht. Du hast in der Video nur geweint und gelabert. Ich bin mit handfesten Beweisen gekommen, mit Argumenten, mit Fakten. Und du hast größtenteils Schwachsinn gelabert und geheult, damit wir Mitleid bekommen und dir glauben. Stell mich nie wieder als Lügner da und lass es einfach nicht auf den zweiten Teil ankommen. Ich habe noch 15 weitere Punkte mit Beweisen und allem drum und dran. Und wenn du mich abfacken solltest und mich wieder einfach so als dein Lügner darstellen solltest, dann kommt ganz einfach die nächste Cap-Analyse gegen dich. Aber bevor ich es vergesse, wofür stand jetzt doch mal 819 Tim? Geben auf das Alphabet, Zahlencode dies, das, nimmt man die 8, bekommt man ein H und nimmt man die 19, bekommt man ein S. Zusammen HS Tim. Hashtag 819 Tim. PS, das war für meinen Namen falsch aussprechen.